Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist die Goodiebox von April bei mir eingetroffen, die sich in diesem Karton befindet. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich diesen Monat hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox wird mir kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und mit meinem Code, den ich hier mal einblende, bekommst du, wenn du die Box neu abonnierst, ein Produkt gratis on top. Ich bin gespannt, welches das ist. Normalerweise ist es nämlich auch mit in meiner Box drin und dann kann ich euch das auch zeigen. Die erscheint monatlich, kostet 19,95 € pro Box und hat einen Wert von über 65 Euro. Und ich bin da jetzt wirklich sehr gespannt, was sich im April drin verbirgt, denn wir haben heute Kar-Samstag, wo ich die Box auspacke. Es ist sehr, sehr warm hier und sehr, sehr schön. Ich hatte aber leider den ganzen Tag echt Migräne. Ein bisschen furchtbar. Es ist 5:30 jetzt, ne? Oh, jetzt kann ich so langsam mal wieder knuck vor die Kamera. Oh, das ist manchmal mit der Migräne, das ist echt so eine Sache. Ja, die habe ich aber immer mal wieder. Und gerade wenn so schönes Wetter kommt, dann kriege ich die dann auch immer. Das ist echt schade. Gut. Yay. Schönes Design. So ein Altrosa ist diese Schublade. Die Goodiebox ist auch tatsächlich eine Schubladenbox, was ich ultra cool finde. Also, ne, du hast hier die Schublade. Und dann kannst du dir da ein richtiges Regal draus bauen. Ich habe hier hinten über meinen Lidschattenpalettenaufbewahrungsviechern die Goodieboxen. Und weitere, die ich bekomme, wollte ich aufbewahren bzw. integrieren in meinen Gartenschrank. Okay, mega. Wir haben hier nämlich das Produkt drin, was jeder bekommt, der mit meinem Code die Box neu abonniert. Und zwar ist das dieser Pinsel. Und ich glaube, den habe ich schon. Das ist, glaube ich, einer von Nieri, oder? Oh ja, der ist so toll. Der ist super weich. Den benutze ich unheimlich gerne für Puder, für Blush, Bronzer. Den benutze ich teilweise sogar ein bisschen für Highlighter, weil der ist so schön. Der ist so weich. Und das Highlight von diesem Blush Powder Brush ist tatsächlich auch dieser Stiel, ne? Den sieht man auch. Das sind so Glitzerpünktchen. Oh, das ist so schön. Wo ist denn meiner? Ist das gerade in der Wäsche? Wahrscheinlich. Da ist meiner. Das habe ich ihn zweimal. Ich raste aus. Ich finde Pinsel so toll. Richtig klasse. Ich bin ja heute ungeschminkt, ne? Vielleicht ist da irgendwas in dieser Box mit drin, was ich mir ins Gesicht auch geben kann. Aber der ist so schön sanft zum Gesicht und so schön weich und oh, flauschi. Jetzt rastet sie aus, ja. Ein bisschen Liebe, ne? Das braucht man doch heutzutage auch ein bisschen mehr. Ja, genau, cool. Den bekommst du, wie gesagt, wenn du mit meinem Code die Box abonnierst. Dann bekommst du das on top. Läuft. So, jetzt gucken wir aber mal in die Box rein, beziehungsweise in die Schublade. Wir haben hier ein Seidenpapier, das ist verschlossen mit einem Sticker. Ein Klebi. Und wir haben gar kein Krüppelpapier drin. Das finde ich auch immer sehr interessant bei der Goodiebox. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Goodiebox kommt aus Dänemark, ist eine dänische Box und ist seit ja, so ziemlich genau diesem Jahr auch in dem deutschen Markt unterwegs. Ne? Finde ich wirklich interessant. Ich habe nochmal nachgeschaut. Dieses Mal ist es tatsächlich so, dass das Booklet nicht mit in dem in der Box mit drin ist, sondern dass man als Link das zugeschickt bekommen hat. Da habe ich jetzt hier meinen Laptop und habe auf den Link geklickt, denn es ist ein digitales Leaflet. Und da lese ich jetzt doch einfach mal vor, was da drin steht. Perfectly imperfect. Hast du schon einmal deinen Computer angeschrien, weil dein Geschenk nicht im Entferntesten so aussah wie im Geschenkverpackung Hex-Tutorial? Oder deine Kinder dich, weil ihr Frozen-Geburtstagskuchen komplett in die Hose gegangen ist? Es liegt in unserer Natur, dass wir alles perfekt und richtig machen wollen. Jedoch ist es in Ordnung, sogar wichtig, sich ab und zu eine Auszeit zu nehmen, um die Energiereserven wieder aufzufüllen. Und dann ist es auch so viel leichter, für andere da zu sein, wenn wir daran denken, auch etwas Gutes für uns selbst zu tun. Glücklicherweise sind wir hier, um dir zu helfen, einfach so zu sein, wie du bist, indem wir dich an deine Zeit für dich erinnern. Denn je schneller wir erkennen, dass es im Leben nicht darum geht, die perfekte Freundin, Mutter, Schwester etc. zu sein, desto besser. Wiederhole also die folgenden Worte. Es ist Zeit für mich. Es ist Zeit für mich. Und jetzt noch einmal etwas lauter, damit auch die Nachbarn hören können. Ja, ich schrei jetzt nicht, aber es ist Zeit für mich, Mann! Mein Freund nebenan wahrscheinlich so, was geht mit der schon wieder? Na, geht doch.
hat sich das nicht schon besser angefühlt? Es hat sich irgendwie gut angefühlt, aber irgendwie auch so ein bisschen ist es merkwürdig, oder? Diese Box ist vollgepackt mit tollen Produkten zum Verwöhnen und Wohlfühlen, die nur für dich bestimmt sind. So kannst du deine Zeit für dich optimal nutzen, um dich hoffentlich relaxed, entspannt und einfach du selbst zu fühlen. Dein Team Goodiebox. Marita, Christine, Federico, Anders, Emilia, Erika, Frederik, Dominik und Saskia. Ich habe ja echt jedes Mal das Gefühl, dass da irgendwie ein paar Leute noch mit dazukommen. So, dann gibt es hier noch die Möglichkeit, eine persönliche Nachricht von Marita anzuschauen. Das ist die Dach-Country-Managerin. Ziemlich cool, die auch mal so zu sehen, ne? Das finde ich immer ziemlich nice. Also die spricht dann auf jeden Fall mit einem und ja, finde ich nett. Finde ich echt nett. Und dann kann man hier auf Get Started klicken und bekommt dann hier die verschiedenen Produkte angezeigt mit den Informationen dazu, was ich auch cool finde. Das hatte ich echt eben im Unboxing vermisst, denn ich habe jetzt irgendwie ein paar Stunden später das erst gerafft, Leute. Läuft bei mir, oder? Mask Me Up Spot On. Das scheint ein Perfect Skin Patches. Effekte for Spot On Prone Skin. Das scheint so ein Anti-Pickel-Patches-Gedönsen zu sein. Dass wenn du einen Pickel im Gesicht hast, machst du dir das drüber. Und dann ist alles tutti. Perfect Skin Patch wirkt effektiv Hautunreinheiten und Ausschlägen entgegen. Lege einen Patch auf die betroffene Stelle und lass es mindestens 4 Stunden einwirken. Ich lasse sowas gerne über Nacht einwirken, tatsächlich. Wunderbar für die Anwendung über Nacht. Aber auch tagsüber kaschiert es auf schöne und unauffällige Weise Problemhaut. Das finde ich freundlich. Ich habe jetzt auch so, gerade wenn ich die Erdbeerwoche habe, wirklich den ein oder anderen Pickel mal. Und das ist dann auch so vereinzelt. Das heißt, da kann man sowas auch gut gebrauchen. Und hier sind 12 smaller and 10 larger. Also da sind 22 Patches drin. Hier steht es auch drauf. Wundervoll. Finde ich ganz interessant. Ne? Die Box steht übrigens halt wirklich für mehr Me-Time, für mehr Denk an dich, denk an deine eigene Zeit. Also wir sehen jetzt ja wahrscheinlich auch immer häufiger die Werbung. Die wird ja sowohl bei YouTube-Videos geschaltet, aber ich glaube, ich habe die sogar schon mal im Fernsehen auch gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine wohl. Und ja, also ne, die Box, die halt die Menschen dazu animieren möchte, mehr auf sich selber mal so zu achten, mehr sich selber die Zeit zu nehmen, an sich zu denken, ja, mal vom Alltag abzuschalten. Und das finde ich ganz cool. Hier haben wir etwas, The Ritual of Namaste Purify Natural Skincare. Das ist ein Velvety Smooth Cleansing Foam von Rituals. Finde ich richtig gut. Den hatte ich schon öfters mal. Der ist solide, um das mal so zu sagen. Der ist jetzt nicht so das Nonplusultra, oh mein Gott, noch nie da gesehen. Aber ich finde ihn gut. Er ist zu meiner Haut freundlich. Er reinigt meine Haut auch. Ich verwende sowas halt gerne in Kombination mit einer Reinigungsbürste oder sowas. Da habe ich jetzt aktuell die von Beura mir rausgenommen, weil ich habe jetzt gestern hier meinen, zeigt da vorne hin, weil mein Boden war voll, meinen Pflegedeklatter gedreht und ja, guck, da habe ich jetzt wieder ein Backup. Wow, Trockenshampoo. Rose Avenue Glamorous Volumizing Dry Shampoo. Don't be a lady, be a legend. Okay, das ist geil. Das ist ein geiler Spruch, Leute. Don't be a lady, be a legend. Wow. Und die Verpackung ist schön, aber ich, ne, sowohl Trockenshampoo als auch solche Verpackungen verwende ich halt nicht so wirklich. Aber es wird seine Anwendung finden. Ich weiß nicht, ich dusche jeden Tag und ich wasche mir auch jeden Tag meine Haare. Also, ne, man, weiß ich nicht. Ja, ich mag das einfach lieber. Das ist so vom Gefühl her so. Ich mag einfach kein Trockenshampoo in den Haaren. Mag auf jeden Fall eine coole Geschichte sein. Ich finde diesen Spruch ultra cool. Also, den werde ich mir irgendwo hinschreiben, weil er so, so geil ist. Don't be a lady, be a legend. Mega. Aber das Produkt an sich kann ich leider nichts mit anfangen. Schade. Was haben wir hier? Pestle Morta Pure Hyaluronic Serum. 6 ml Serum pur Alacid Hyaluron. Okay, das ist ein Hyaluronserum. 6 ml sind hier drin. Sagt mir gar nichts. Das sieht ein bisschen interessant aus, ne? Flop. Hä? Ach, guck dir das an. Ist das nicht edel? Da hast du hier so eine große Flasche, die halt in so einem Pappding drin ist. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Das ist wie so eine riesengroße Pipette. Das ist echt interessant. Also du machst einfach den Toner drauf, dann machst du 2 bis 3 Tropfen auf deine ganz normal gereinigte und getonte Haut. Also wenn du Toner drauf gemacht hast, wie man halt Serum verwendet. Formulated to suit all skin types. Oh, schön. For external use only. Okay, ja. Sieht zwar ansprechend aus, aber trinken würde ich das jetzt tatsächlich echt nicht. Aber finde ich interessant. Und 6 ml ist wirklich winzig. Da muss das ein sehr, sehr hochpreisiges Produkt sein, Leute. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus, ne?
Hier haben wir von Dr. Botanicals Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. Das ist dieses Produkt. Das ist ein Mehrzweckbalsam als Feuchtigkeitscreme. Eine kleine Menge an Balsam zwischen den Fingern reiben und auf das Gesicht auftragen. Einmassieren, bis es eingezogen ist. Als Behandlung auf trockene oder rissige Stellen auftragen, wie Lippen, Ellbogen oder Fersen. Als Reiniger eine großzügige Menge über das Gesicht einmassieren und sanft mit einem Wattebausch oder Tuch abwischen, danach abspülen. Hä? Als so viele verschiedene Sachen kann man das verwenden? Also, ich sag mal so, wenn ich das als Rescue-Balsam verwende, jetzt für meine Lippen oder für meine Ellenbogen, die sehen ja echt, die sind irgendwie immer rot, ne? Ich weiß auch nicht, was ich damit immer mache, aber die sehen immer echt furchtbar aus. Ist nicht schön. Aber gut, das kannst du dann als Rescue-Balsam auch verwenden. Gesichtscreme, ja. Aber wahrscheinlich sind so dicke Gesichtscreme eh nicht wirklich was für mich. Da muss ich gucken, weil ich ja auch da sowieso gerade ganz woanders unterwegs bin. Also ich mache gerade einen Test quasi mit meiner Haut. Genau. Ja, genau. Das ist diese übliche Verpackung. Limone ist jetzt nicht unbedingt mein Fall. Aber ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal auf den Lippen und auf den Ellenbogen. Ja, moin. Ich glaube, ich schwitze. Entschuldigung. Oh, sehr, sehr dickflüssig ist der. Mhm. Ja, riecht wirklich ein bisschen limonig tatsächlich. Verreibe ich das mal erstmal zwischen meinen beiden Mittelfingern. Dann gebe ich mir das hier auf die Ellenbogen auf. Es fühlt sich aber schön an. Doch. Aber auch als Reinigung, das finde ich ja interessant. Ich meine, gut, dass man sich mit Creme auch reinigen kann, das habe ich auch schon mal mitbekommen, mit Creme oder mit Öl oder so, ne? Ja, mit Öl sowieso, das mache ich ja auch, aber dass man das halt so ins Gesicht aufgibt, um sich dann das Gesicht zu reinigen, finde ich auch interessant. Da muss das ja auch irgendwie eine entsprechende Wirkung mit drin haben, damit die Haut auch besser funktioniert. Aber ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass ich das jetzt öfter, gerade jetzt, wenn meine Haut noch trockener wird, ne, so auf die Ellenbogen gebe, auf die Schienbeine, auf die Lippe. Jetzt habe ich das übrigens schon an die Nase geschmiert. Nehme ich mir wieder ein bisschen was für die Lippen. Sehr grobmotorisch, aber es geht, ne? Ja, dieser Limonenduft ist nicht unbedingt was für mich. Das riecht so ein bisschen wie dieser Limonenpudding. Kennt ihr den? Den man so aufkocht oder kalt anrührt? Ich weiß es gar nicht, aber ich finde, meine Lippen sehen auf jeden Fall gepflegter aus. Das hat den auf jeden Fall gut getan. Definitiv. Fühlt sich wirklich gut an. Auch meine Ellenbogen. Das zieht auch richtig schnell ein. Das muss ich auch sagen. Ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt sofort irgendwo, dass ich irgendwo dran kleben bleibe oder so. Also wenn ich jetzt hier... Nö, auch so. Das sind immer diese Supertests, die man macht, wo die Kamera nicht bei ist, ne? Ich habe gerade einfach hier so ein... Und das habe ich hier so gegengedrückt und mein Ellbogen bleibt halt daran nicht kleben. Und das hat für mich halt den Effekt gegeben oder die Information gegeben, dass meine Haut daran nicht kleben bleibt. Okay, ja, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich auch die komplette Goodiebox von April 2020. Und denk auf jeden Fall dran, wenn du die Box auch für dich selber abonnieren möchtest, dass du meinen Gutscheincode nehmen kannst, um halt diesen mega coolen Pinsel auch so, ne, mitzukriegen. Wäre schade, wenn du die abonnierst und den halt nicht bekommst, weil der ist echt geil. Das ist das Produkt, was dekorative Kosmetik hier ist. Alles andere ist halt eher so Pflege. Ich persönlich bin ja immer ein Fan von dekorativer Kosmetik. Deswegen hätte ich jetzt auch vielleicht so ein bisschen was, aber ja, ein bisschen was hätte ich hier noch gebraucht, glaube ich. Aber ansonsten hat sie mir gut gefallen. Also es sind gute Produkte, abgesehen jetzt von dem Trockenshampoo. Das ist nicht so meins, weil ich es einfach nicht verwende. Aber nicht jeder ist so wie ich, deswegen. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!